Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl! Heute schauen wir uns den All-Star-Modus an, nachdem wir im letzten Part den Klassik-Modus hatten und die Missionen uns noch bevorstehen. Checken wir heute mal den All-Star-Modus aus. Den gab es auch schon in Super Smash Bros. Melee. Ich würde sagen, wir nehmen standardmäßig Mario und stellen das Ganze auf schwer und dann kann es auch schon losgehen. Alle Kämpfe hintereinander. Soweit ich weiß, in einer festgelegten Reihenfolge. Zuerst Mr. Game & Watch. So ein bisschen ein Einzelgänger. Na, dann halt so. Das sind so die Nachteile deiner Stage. Mein alter Mr. Game & Watch. Wobei Mario ist nicht auch viel jünger. Also beide sind, glaube ich, aus dem Jahr 1981. Mario und Mr. Game & Watch also. Nicht den Mund voll nehmen. So, jetzt gleich den All-Star-Modus gerade mal. Und zwar haben wir hier drei Herzen in den Kämpfen. Den Schaden, den wir nehmen, der bleibt gespeichert. Das heißt, hätte mir Game & Watch jetzt ein bisschen Schaden gemacht, 12%, dann hätten wir jetzt immer noch die 12%. Wir sollten abwägen, wann wir diese Herzen benutzen wollen. Bekommen angezeigt, was sind die nächsten Gegner. Das sind Mario, Luigi, Peach und Bowser. Und das wohl auf einer Mario-Stage. Das ist Luigi's Circuit. Mario Kart. Irgendwelchen Shy Guys. Also es sind in der Regel, wenn ich mich nicht total vertue, immer dieselben Kämpfer in derselben Reihenfolge. Aber die Arenen können andere sein. Da gab es ja, glaube ich, diese 1-1-Stage. Ihr wisst schon. Dem ersten Super Mario Bros. Und auch 1-2, diese... Na, sag schon! Ihr wisst doch, was ich meine. Diese Untergrund-Stage. Der Level. Das kann meines Wissens auch beides hier der Fall sein. Wow. Shy Guys erledigen Bowser. So hab ich's gerne. Und der Mario-Fake. Okay, das hätten wir schon mal gelöst. Habe ich einen Schaden genommen? Ich weiß es gar nicht. 21%. Können wir uns direkt natürlich noch in den nächsten Kampf wagen. Gegen die Kongs. Donkey und Diddy Kong. Die wollen's wissen. Bereit? Klar bin ich bereit, aber sowas von hier. Affen verprügeln ist meine Spezialität. Mein Leibgericht. Na, wenn ihr nicht hochkommt, dann habt ihr auch gleich verloren. Donkey Kong zum Beispiel. Der geht baden. Ich habe da extra auf schwer gestellt. Was soll das denn? Außerdem also sollte ich wirklich auf sehr schwer stellen. Obwohl, ich sollte das Maul nicht zu voll nehmen. Wenn sich die Prozente erstmal steigern, dann wird es ziemlich übel aussehen. Und wenn ich die Herzen nicht rechtzeitig einteile, noch geht's natürlich. Bin ich recht stolz hier, eine Hammer-Trophäe. Das war echt der Hammer. Aber Freunde, bleibt auf jeden Fall dran. Es kommen noch die Missionen und dann checke ich aus, was es sonst noch so gibt. Da gibt's noch einen Special-Part für all the rest, sag ich mal. Diese Meisterstücke und ja, was noch alles. Trophäen, Sticker, gucken wir uns an, was wir freigespielt haben. Ist natürlich noch lange nicht alles. Das war ein bisschen erbärmlich, was ich mir freigespielt habe, aber das ist halt unser Spielstand vom Let's Play. Das werden wir uns mal reinziehen. Das wird besonders interessant beim Let's Play. What the? Boah! Zur 3DS und View-Version. Oh, jetzt! Ausgerechnet jetzt tut die Plattform da sich, sonst hätte er sich nicht mehr retten können. Ich hätte den Fächer voll an seine Nase geworfen. Ey, ein Pokéball. Nein, nein. Ich will nicht wissen, wer da drin war. Mir egal. Hauptsache, die Eisleimers sind Geschichte. Stage 4. Immer noch 27 Schaden, deswegen weiter gegen Rob. Bereit? Ah, der Mario Bros. Stage. Er steht ja Super Mario, also nicht Super Mario Bros., sondern Mario Bros. Im Games Test. Und habe das ziemlich genau erklärt. Also ich habe mich vorher mit nochmal schlau gemacht. Das war sehr interessant. Also warum es Schildkröten im Pilzkönigreich gibt. Das hatte hier seinen Ursprung. Oder warum es Röhren gibt. Warum Mario überhaupt ein Klempner ist. All das hat seinen Ursprung in diesem Spiel gehabt. Mario Bros. Und das war schon sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, checkt einfach mein Video aus, oder? Let's Test 99. Mario Bros. Ja, die Krabben. Wow! Mr. Krabs! Aber die Krabbe gibt Rob den Rest. So, jetzt habe ich aber allerdings ordentlich Schaden genommen. Die Frage ist jetzt, wollen wir es riskieren mit 76%? Ja, ich würde schon... Oh, das ist aber viel. Das sind nämlich gleich die vier Pappnasen aus dem Zelda-Universum. Ab nach Hyrule, würde ich sagen.
Link, Toon, Link, Zelda und Ganondorf hier auf dem... das ist nicht Hyrule, das ist ja das Meer über Hyrule sozusagen. Okay. Ihr könnt mal gar nichts. Ich bin eigentlich heute ganz gut dabei, was das Kämpfen angeht. Jetzt mein Pokémon. Horst ist es natürlich übrigens. Hatte ich ganz vergessen, wie er heißt, der rote Leuenkönig in meinem Let's Play zu Zelda The Wind Waker HD. Horst! Das war der Name. So, Sheik ist schon mal Geschichte. Toon Link hat sich ebenfalls verzogen. Ganondorf will jetzt auf die Glocke. Bitte hinten, bitte ziehen Sie eine Nummer. Sie werden gleich von Mario verprügelt. Ich nehme doch mit euch beiden auf hier. Ja, nur... Wow, der hat sich auch aufgeladen. Das war ein bisschen... bisschen risky gerade. Ah, hier eine schöne Knarre. Da hast du... Bums, Bums. Kann mir auch das nichts. Ja, die Waffe ist besser, als ich dachte. Nur leider leer. Ich werfe dir den Zauberstab an den Kopf. Ich glaube, wenn wir das geschafft haben, sollte ich mir mal ein Herz gönnen. Herzilein. Und ich meine damit nicht ein Lebkuchenherz, nein. So, Burns. Die wollen aber auch nicht sterben. Es gibt schon einen Smashball. Nein, Ganondorf kann mich trotzdem noch erledigen. Da mache ich erstmal Ganondorf fertig. Ja, Link, geh mit rein. Haben wir das auch mal gesehen? Ich glaube, das erste Mal, dass wir in diesem Let's Play sowas gesehen haben. So ein Smashball mit so einem super Smash-Angriff. Überragend. So, jetzt sollten wir nicht geizen, da noch eine Knochentrocken-Trophäe und nehmen. Ich nehme jetzt erstmal. Doch, doch, ist ein guter Zeitpunkt. Ich nehme das erste Herz und bin wieder mit 0% im Kampf gegen. Hab's gar nicht gesehen, da steht Zero Suit Samus. Ah, vor dem Metroid Prime Boss, dem ersten. Dem Mutterparasit. Da hatte Samus aber eigentlich einen Kampfanzug an. Soll übrigens auch bald weitergehen. Metroid Prime 2 Echoes soll starten. Ja. Was ist hier los? Was ist das? Da, ich kann auch. Was ist das denn? Warum sind die Milliarden Hämmer aufgetaucht? Das ist ja der Hammer. Ich würde mich echt freuen, wenn mich ein paar Leute mehr unterstützen bei Metroid Prime 2. Das wird auf jeden Fall nice und das ist auf jeden Fall sehenswert. Sehenswert, Lerndeutsch. Pit! Kid Icarus! Bleibt nicht mehr viel zu sagen. NES-Version haben wir gesehen bei NES Remix 2. Und das reicht. Mehr will ich mich mit dem geflügelten Engel nicht abgeben. Ja, Engel haben normalerweise Flügel, aber Pit kann ja nicht fliegen. Ohne tatkräftige Hilfe von Palutena. Ich das so richtig, oh nein, gedeutet habe. Mach ich das so? Will die Trophäe. Lucky Two. Gib Besseres. So, auch selbst wenn wir jetzt Pit besiegen, sieht's trotzdem mager aus, weil wir haben wieder so viel Schaden genommen. Sieht er, ich hätte nicht vorher motzen sollen, von wegen, so einfach. Ich riskiere es aber trotzdem nochmal und nehme jetzt auch Snake mit 73% vor. Will nicht sterben, es wäre kein Untergang. Aber es ist eigentlich Ziel, sag mal, ohne zu sterben hier durchzukommen und seine Prozente, seine Herzen sich quasi einzuteilen. Uiuiuiui. Da hast du. Stern du, immerhin. Hey, mein Teammitglied aus Pokémon Heart Gold. Und keine Angst, Pokémon Let's Plays kommen auch wieder. Gönnt den Viechern mal nur kurz Pause. Ich werde immer gefragt, wann geht's weiter mit Pokémon? Pokémon kommt wieder. Wenn es wieder kommt, dann wird's umso geiler. Metal Gear Solid hingegen ist nicht geplant. Da rutscht auf einer Banane aus. Das habe ich 100%. Das bringt nichts. Mal sehen, wie lange es dauert. Da! Oh, nee, nee, nee. Wir sollten... Jetzt mach ich den so fertig. Aber wir sollten uns wirklich heilen. Das ist blöd. So viel Schaden schon genommen.
Warte mal, eine Maxi-Tomate hat 50% aufgefüllt und Herz alles, ne? Egal wie viel. Ah, Ness und Lukas, soll ich es wirklich wagen? Also wenn ich das schaffe, Ness und Lukas noch zu besiegen, ich probier's. Oh, es wird ein Fehler sein, aber ich probier's. Das müssen wir überleben und siegen. Wo kämpfen wir denn? Das hat mir fast gedacht, diese große Stage. Okay, kommt erstmal einer nach dem anderen zu mir. Kein Schaden. Nein, Ness. Böse. Besten nicht gegen beide kämpfen. Ja, die kommen aber immer zusammen. Das Vieh kann einen sofort instant killen. Und das sollte ich vielleicht in Erwägung ziehen. Wenn ich mich hier versuche aufzuhalten. Genau. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jetzt ist er wieder weg. Lukas ist vernichtet. Also wenn ich das schaffe, zu überleben, dann gebe ich einen aus. Nee, nicht wirklich, aber ich freue mich trotzdem dann. Warte. Ah, Ness hat noch nicht so viel Schaden. Lukas hat auch nicht viel Schaden, aber das war halt das Vieh. Ja, das geht kaputt da, jede Wette. Da! Der kann mich mit einem gut gezielten Angriff jetzt rausschicken. Das ist mir schon klar. Ich muss tun, was ich tun muss. Ist das unten? Verstehe. Da steht mal ein Kopf. Nein! Wow, wow. Und jetzt? Nein! Ich hätte schaffen können. Ich will hier unten weiter kämpfen. Das ist eigentlich mein Nachteil, ne? Komm her. Noch, weißt du was? Ich gehe doch nochmal. Wie sie auf einmal nicht mehr kämpfen wollen. Nein! Ich hab ihn. Jetzt! Nein! Ness. Oh mein Gott. Du kannst mir noch den Abend verderben. Bomb! Nein! Bloß aus dem Weg gehen! Oh mein Gott! Warten, bis er wieder klein ist. Der hat jetzt so viel stärkere Angriffe. Nein, das war's. Ich wusste, ich hab verdammte Kacke. Ich war so nah dran. Hätte der keinen Maxi-Pilz bekommen, ich sag euch, ich hätte ihn erwischt. Ich hätte ihn platt gemacht. Wir dürfen jetzt natürlich fortsetzen, aber das ist eigentlich versaut jetzt. Ah, ich habe eigentlich ganz passabel gekämpft, ne? Bin schon ein bisschen fettig wie Rettich gerade. Ich hatte Ness an den Eiern. Deine Fügung des Schicksals. Hätte ich mich natürlich sowas von geheilt, wenn ich den Kampf überstanden hätte. Und ich war kurz davor zu gewinnen. Ich hatte sogar einen super Smashball. Warum hat denn dieser Super Smash den... Ja, toll. den nicht gekillt? Warum war das denn nicht stark genug? Das hätte die Entscheidung sein müssen. Jetzt ist eigentlich alles versaut. Natürlich spielen wir den Modus Sven, aber ich glaube, da kriegt man nicht mehr volle Punktzahl oder wie auch immer das war. Oh, ist echt schade, Marmelade. Dass die beiden Jungs, ich habe Probleme mit dieser Arena, wisst ihr das? Dadurch, dass man hier nicht so schnell rausfliegen kann, sehe ich einfach alt aus. So. Lukas wäre weg. So. Hardrock, Halleluja. Da post Mario mal zurecht, aber trotzdem, wie sieht denn das jetzt aus? Sind wieder alle Herzen da? Das wäre natürlich kacke. Nee, die sind nicht mehr da. Jetzt brauchst du kein Herz nehmen. Aber jetzt wird es auf jeden Fall reichen. Behaupte ich jetzt noch. Was? Marv und Ike von Fire Emblem? Sind das meine nächsten Opfer? Gegner. In dieser relativ epischen Burg. Aber Fire Emblem, ich kann es immer wieder sagen, nicht geplant. Auch wenn es ähnlich ist wie Advance Wars, aber ich würde eher Advance Wars Let's Playen als Fire Emblem. Advance Wars hat genauso funktioniert und ich bin einfach kein Mittelalter-Fan.
Und ich glaube auch, gut, Warnsboss hat nicht so viel Story, doch hat auch Story. Sowohl für GBA als auch für DS. Ja, aber ich bin da, muss man sagen, zu blöd dafür. Ja, man müsste so ein Spiel schon perfekt beherrschen, wenn man das nicht tut. Macht es für den Zuschauer wohl auch nicht so viel Spaß anzugucken. Ich kann mich erinnern, Advance Wars, manche Missionen, da habe ich halt ein paar Stunden dran gehangen und habe trotzdem total verbaut und mich nicht zurechtgefunden. Das finde ich nicht so Let's Play tauglich. Da müsste ich schon mehr drauf haben, außer Zahnbelag. Oh Gott, das Ganze heute ohne Zwischensequenzen, wo soll das enden, ja? Ich werde hier noch heiser, wenn ich die ganze Zeit reden muss, wie ein Wasserfall. Yoshinsky ist der nächste Gegner. Eieiei. Und tschüss. Nicht dein Ernst. Yoshinsky, Sie sind gefeuert. Ne, was war das denn? Ich glaube, der braucht langsam ein... Guck mal, Lanky Kong, sehr gut. Ein... Ja. Redesign. Bekommt er ja. Das war die Anspielung darauf. Captain Falcon! Oh, epische Stage hier. Das Einzige, was man von F-Zero auf der Wii gesehen hat, dieses Stage hier. Ah, der Boden hat dich gerettet, sei froh, du Null. Also wenn auf der E3 immer noch kein neues F-Zero angekündigt wird. Guck mal, Rob im Hintergrund. Auf der Stage war Rob zu sehen in F-Zero GX und den hat man jetzt gerade da gesehen. Oh, wieder. Ah, Sachen gibt's. So, Mario gegen Sonic, das große Duell der 90er Jahre. Warum kommt die Scrap Brain Zone Musik? Die ist hier fehl am Platz. Das war die letzte Zone. In Sonic 1, beziehungsweise vor der Final Zone. Die Final Zone war ja nur ein Bosskampf. Guck mal, Tails im Hintergrund. Der in der Green Hill Zone auch nur wenig verloren hat. Denn ihn gab es nicht. In der Green Hill Zone. Mit dem Extra-Leben auf dem Looping drauf. Das ist schon relativ göttlich. So. 100%? Komm, einen kriegen wir noch. Wir versuchen Kirby, Meta Knight und DDD an einem Stück zu erledigen. Wenn mir das gelingt, dann... Yeah, habe ich meinen Daumen hoch verdient, oder? Gucken wir uns das mal an. Ich will wieder diese Challenge. Ich brauche so ein bisschen dieses Risiko. Ich kann nicht bei jedem Furz gleich wieder ein Herz nehmen. Man soll die sich einteilen. Fertig aus, Mickey Maus. Und wenn das Herz natürlich schon längst weg gewesen wäre, wenn ich das geschafft hätte zu überleben. Schade, dass die beiden sind ja so gestrickt, dass sie sich retten können, weil die ganz hoch fliegen. Oh. Du hast keinen Fehler. Nein. Bleib da unten. Oh, das wird echt schwierig. Man tritt ja nie gegen mehr als zwei Kämpfer hier im All-Star-Modus an. Also Meta Knight wartet jetzt, bis ein anderer besiegt wurde. Nein. Ach. Diese Sache mit dem Risiko. Also irgendwie falsch. Die Münzen, die wir da verlieren, die sind, glaube ich, auch für diesen komischen Münzautomaten. Den werde ich natürlich auch noch zeigen. Ah, nicht im Sinne des Erfinders. Ich blamier mich schon ein bisschen auf die Knochen. Dann bleibt mir nur zu sagen, sorry, Freunde. Für den Blamage. Ich versuche einfach zu gut zu kämpfen, wie es geht und hoffe auf ein versöhnliches Ende. Kirby ist Geschichte. Habt ihr gesehen? Ich hätte voll zugeschlagen, der wäre weg gewesen. Er konnte sich aber sowas von retten. So, Meta Knight. Stranger in the night. It's alright. Wir kriegen nicht geflügelter Waddle Dee. Und tschüss, Mann, Geber. Puh. Ha. Und da bleiben sie. Was, eine Trophäe von diesem Trophäenhersteller? Sehr gut. Ah, ich habe immer noch die Herzen, aber schon Leben verloren. Sinnlos. Man hätte für jeden Lebensverlust auch ein Herz wieder streichen müssen, einfach aus Gerechtigkeit. Oha. Fox, Falco und dann noch Wolf.
Das will ich haben. Wenigstens Foxy erwischt. Was ihr da gesehen habt, war ein Firefox. Und der ist jetzt Geschichte. Falco Lombardi macht Platz. Und da kommt auch noch der dritte Spezialist im Bunde. Den Smash Bros. Kämpfer von allen, den ich am wenigsten kenne. Wolf. Ah, super Teamwork hier mit meiner Helfer-Trophäe, wo ich nicht weiß, wo die herkommt. Könntest du mir jetzt sagen, aber so irgend so ein japanisches Game. Was es meines Wissens bei uns gar nicht mal gab. Oh, er ist noch nicht down. Jetzt aber. Ja, das war seriös, ich weiß. So, Wario. Wario. Bereit? Also, ich habe gesehen, Wario und danach kommen die Pokémon. Und ich will Wario und die Pokémon noch, ohne mich zu heilen, schaffen. Dann wäre das eine Genugtuung, dann wäre das wieder ausgeglichen. Man muss ja hier mit ein bisschen hohen Prozentzahlen arbeiten. Hey, der Ashley-Song. Du, Wario, du musst die Mission schon schaffen, sonst siehst du alt aus. Like always. Always Ultras. Mit Flügeln. So, das wird eine harte Nuss. Ja, das muss man hinkriegen hier. Pikachu, Pummelhoff, Pokémon-Trainer und Lucario. Und dann nur noch Olimar. Warum ist Olimar der Letzte? Er ist doch echt das Letzte. Let's go. Let's see. Spielsatz und Sieg. Pokéball, flieg! Ah, dieser Knospier. Schöner Bursche. Mhm. Das ist sehr effektiv! Lass mal Feuer auf dieser Knosp. Ah, Bomben! Lass mich im Stich. Knosp! Wie Klurak, ich habe doch Knospi besiegt. Muss ich da alle besiegen? Das gibt's ja gar nicht. Und da schnappt sich dann ein Bazooka. Ich sag mal. Pummel! Bomben. Was denn? Oh, ich hab da extra gewartet, damit die Bombe losläuft. Oh, ich kann es nicht. Boah, nee. Es ist echt blamabel, was ich hier abliefer. Fast an der Grenze. Ja, wenn es mir so wichtig wäre, dann würde ich sagen, okay, lösch das jetzt einfach und lad's niemals hoch, ja, aber ja, so fair bin ich dann doch, um zu zeigen, dass ich ein paar Fehler gemacht habe. Das ärgert mich, die hätte man voll hinkriegen können. Er muss echt alle Pokémon besiegen, man hat ja quasi keine 4 Kämpfer, sondern 6 hier. Shigi noch? Tatsächlich. Da sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Deswegen kommen die Pokémon relativ zum Ende. Ich finde sie einerseits gut, nur habe ich so nicht kalkuliert. Es wurde gesagt, Pokémon-Trainer ist der Gegner und so habe ich versucht, das zu verstehen. Ah, verdammt! Da bleibt dieser Bumper mitten in der Luft stehen. Aber er hat jetzt trotzdem beide besiegt. Nein! Pummel konnte sich retten. Seid ihr denn zu retten? Ihr gehört längst in die Betten. Ach, Lucario ist auch noch da. Ende Gelände. Ach Mann. Facepalm. Was mache ich hier denn? Nein. Schlagt mich nicht. Also ich meine euch Zuschauer. Im Spiel kann ich gerne schlagen. Also mehr blamieren ging ja nicht. Vielleicht hätte ich nicht auf schwer stellen sollen. Der hat jetzt auch nicht so die große Klappe, aber was soll's. Passiert ist passiert. Pikachu ist winzig. Ja, hallo, wie viele Pokémon eigentlich noch? So. So, Kluratchen, komm, mach einen Laserkampf hier. Ich will ja mich hier nicht zwingend durchskillen. Ab und zu muss man ein bisschen Unterhaltung sein. Aber gerade für den Holzambodus hätte ich mir schon gewünscht, dass ein bisschen läuft. What? Hätte mich noch nicht mal getroffen, weil ich unter der Plattform bin. Ich bin so ein Hohlpfosten, ey.
Hohlroller oder Vollpfosten? Es ist ein Hohlpfosten. Ein Pfosten der Hohle. Das kannst du abschminken. Warum die ja noch Jigglepuff singt, statt Pummeluff, ne? So, beide gebasht. Da fällt euch nichts mehr ein, ne? Dann schick mal Lucario und Shiggy in den Kampf. Ah, der stand perfekt. Das wird sitzen. Shiggy, Shiggy. Jawolski! Das war ja mehr schlecht als recht. So, Olima, warum ist er als letztes? Der muss irgendeine Bosheit für mich parat. Am oberen Rand diese Sonne ist und die einem zeigt. Und je nachdem wird die Stage auch heller oder dunkler. Also wenn der Tag zu Ende geht, wird's dunkel. Mit Ach und Krach haben wir es dann doch geschafft. Aber uns dafür eine relativ epische Mario-Trophäe verdient. Das war der All-Star-Modus in Super Smash Bros. Brawl. Kriegen wir noch Credits? Wahrscheinlich mehr als genug. Yep. Na 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 na. Alle abballern. So, im nächsten Part fangen wir an mit den Missionen. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder fleißig am Start. Kann man das hier nicht vorspulen? Doch, kann man. Das interessiert mich jetzt doch. Das haben wir schon mal gesehen, deswegen mach ich da jetzt auch keinen Fass auf. Das ist für mich Zeitverschwendung. Gucken uns dann noch das Bildchen an, das Abschlussbild. Und mit Mario die All-Stars packt. Wenn auch mit Fails. Glückwunsch! Bitte, danke, danke. Schön. Alle mit Blumen auf dem Kopf. Was ist denn da los? Okay, dann bis zum nächsten Mal mit den Missionen. Freunde, Daumen hoch und bis dann und ciao!